Huch, hat er den Läufer eingestellt? Er hat den Läufer eingestellt. Er hat einfach den Läufer eingestellt, einzügig. Das gibt es doch jetzt nicht. Wie lange haben wir noch? Eine halbe Stunde? Wir müssen rankommen an den Chris Juncker. Wir müssen rankommen. Wir müssen rankommen. Bullet-Experte immer noch vor mir, der Schlingel. Der Schlingel ist immer noch vor mir. Okay. Steba, yeah, I stopped doing videos in German. That's correct. Videos in English. I can't speak English anymore. As you can tell. So. Ja, wir haben hier schönes Eierchen. Oh, er erlaubt mir H5. Da bin ich dabei direkt. Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. So, der hängt. Kann man auch D5 machen, oder? Ja, gefällt mir. Springer B8 zurück. Das sehen wir doch gern. Das sehen wir doch gern, Freunde. Ja, entwickeln wir uns mal weiter. Läuft E3. Hast du schon gegen Blitzstream gespielt? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ah, ich mache jetzt mal H6. Mir reicht das hier. Ich komme mit G4 auch noch um die Ecke. Da bin ich wieder völlig schmerzfrei. G4, G5, wir wollen den Läufer, dass er hier schlägt auf C3. Wir wollen uns den Läufer snacken. Wir wollen uns den Läufer snacken. Was will er machen? Er will uns den Läufer geben, oder? Ich glaube, wir sind hier auf einer Wellenlänge. Wir wollen den Läufer snacken, er will den Läufer geben. Perfekt. So wird ein Schuh draus. So. Das haben wir hier schön. Jetzt bitte kurz Rochade und dann kann ich hoffentlich bald matt setzen. Ja, ist natürlich ein bisschen unschön hier. Aber nehmen wir in Kauf. Er will wahrscheinlich die lange Rochade jetzt anpeilen. Darauf müssen wir gefasst sein hier. Tja. Dame D4, wie falsch kann das sein? Wie falsch kann das sein? Einmal hier den Turm attackieren. Aber wie geht's dann weiter? Wird sich hoffentlich schon irgendwie zeigen, wie es dann weitergeht. Ich weiß es auch noch nicht. Ich muss ein bisschen auf dieses Feld aufpassen. Ich weiß nicht, warum er jetzt so lange überlegt. Turm G8. Wie kann man auf Leeches dem Team Huschi beitreten? Hier, ich packe den Link rein, mein lieber Daniel. Ups, das war der falsche Link. So. Turm G8. Ja, was mache ich jetzt hier? Turm D1. Ach, sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Vielleicht hätte ich das doch anders machen sollen. Dame D4. Ich nehme wieder Abstand von diesem Zug. Ja, da hätte lieber der Springer hingesollt oder so. Klar, Springer F3, Springer D4. Dame steht falsch. Na gut. Springer A4. Jetzt wird er extravagant. Jetzt wird er extravagant. Will wahrscheinlich die Dame rausbringen jetzt nach A5. Yep. Machen wir mal Läufer D4 oder Springer D4 jetzt? Es droht auch Springer E4 so ein bisschen, ne? Vielleicht war. Ja, ich spiele das nicht gut gerade. Ich kann ja gar nicht Springer E4 aufhalten. Eieiei. Springer D4, Springer E4, Springer B3. Mmh.
Sieht alles nicht so gesund aus, Freunde. Aber Läufer D4, Springer E4 macht auch keinen besseren Eindruck. Ja, ich habe es hier ein bisschen versaut. Naja, hilft nichts. Machen wir Springer D4. Die Partie war so gut angefangen und dann habe ich mich auf den Läufer versteift und hier diese Schwächen in Kauf genommen, was glaube ich nicht so schlimm war, aber dann habe ich es ungünstig gespielt mit Dame D4 und dann Dame D2 zurück. Das war Kraut und Rüben, Freunde. Kraut und Rüben. So, Gegenangriff gegen die Dame auf A5. Okay, er nimmt jetzt einfach den Bauern mit. Das steht ihm natürlich frei. Es war jetzt noch das kleinste Übel für mich. Ich denke, das Endspiel ist gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Weil seine Springer stehen nicht so dolle. Ich habe nach wie vor das Läuferpaar. Ich habe den Raumvorteil hier. Das Kokoswasser neigt sich dem Ende zu. Ich merke das schon hier. Ich merke das schon. Okay, was nun? Vielleicht F3? Vielleicht kann ich mich hier an den Springer ranmachen. Springer B6, er will jetzt irgendwie den Springer entfernen, ne? Er ist schon ganz, ganz nervös, ist er. Er will den Springer entfernen. Ja, gut, scheint zu funktionieren. Sein Plan. Scheint zu funktionieren, leider. Okay, was machen wir weiter? Springer D4, Läufer D7 macht nicht viel. Der Läufer muss aber irgendwie mal da weg, denn der nervt. Machen wir Springer D4. Läufer D7. König D2 oder Läufer D3. Ah, König D2 sieht vernünftig aus. Ja, aber ich will auch nicht erlauben, dass er einfach Springer C5 macht wieder. Auf der anderen Seite. Turm B1, Turm C8. Alles nicht so leicht, Freunde, alles nicht so leicht. Ah, nicht, dass mir jetzt dieser Bauer auch noch abhanden kommt mit Springer B2. Uh-oh. Springer B2 habe ich eingestellt. Diese Idee. Das wäre ein bisschen viel. Springer B2, Springer C4. Ach, diese Springer, ich sag's euch, diese Springer. Er findet auch noch Springer B2. Uiuiui, jetzt wird's brenzlig. Jetzt wird es brenzlig. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Er spielt schnell und deutlich besser als ich gerade. Ich habe zwei Bauern weniger. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Uiuiuiui. Ja, die Springer standen noch relativ schlecht, aber dann kam der Springer zurück, ne? Drei Bauern weniger gleich, wenn der auch noch fällt. Uiuiui. Das wird mein härtester Test heute Abend. Ohne Frage. Das wird mein härtester Test. Pandoras Box. Pandoras Box. Bereitet mir große Bedenken hier. Okay, Springer C4 zurück, das sehen wir gerne. Jetzt kann ich zumindest diesen machen, ne? Bringt das was? Vielleicht. Also wenn er jetzt schlägt,
Okay, Springer A5 sehe ich auch gern. Jetzt kann ich zumindest. Ich muss darauf setzen, dass diese Figuren weit weg sind. Das ist meine einzige Hoffnung hier. Ich darf nicht noch den Bauern geben, das ist glaube ich zu viel. Ich glaube, es ist zu viel. Weil dann kriegt auch das Feld C6. Ich hätte, glaube ich, Läufer F3 spielen müssen hier. Ist zu viel des Guten. Ja. Der Bauer hängt auch noch. Die hängen alle nacheinander, ne? Alle nacheinander hängen sie. Huch, hat er den Läufer eingestellt? Er hat den Läufer eingestellt. Er hat einfach den Läufer eingestellt, einzügig. Das gibt es doch jetzt nicht. Also, er hat immer noch drei Bauern und ich sage nicht, dass ich besser stehe, aber meine Chancen haben sich auf jeden Fall drastisch verbessert jetzt. Ich stehe wahrscheinlich nicht besser. Drei Bauern sind drei Bauern, ne? Aber er hat einfach den Läufer eingestellt. Okay. Wir sind back. Wir sind back. So, jetzt sind wir erst recht. Ach so, ja, Springer E5. Nach wie vor keine leichte Stellung, aber Schach. Schach. Ja, jetzt läuft's so langsam, glaube ich. Jetzt geht's in die richtige Richtung. Jetzt geht es in die richtige Richtung. Schlagen. Springer D5. Läufer B6. Oh ja, gib mir den Turm. Gib mir den Turm. Oh Mann, das war, boah, also das war knapp. Pandoras Box hatte mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.